Das wollte ich als Kind werden. Journalistin. Immer und unbedingt Journalistin. Was sich ein bisschen geändert hat, ist das Medium. Ich glaube, ich habe mir eine ganze Zeit vorgestellt, Radioreporterin zu werden. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich am Ende nie gemacht habe. Der beste Rat meiner Mutter. Mach erst eine Ausbildung, bevor du studierst. Und ich habe den Rat nicht befolgt. Aber ich habe doch mich daran erinnert, als ich eigentlich schon auf einem etwas anderen Weg war und habe dann ein Volontariat gemacht. Und das war genau die richtige Entscheidung, denn dort bin ich bis heute. Ich habe unterschätzte Talente als Eselsführerin. Meine heimliche Schwäche. Auch Esel, aber auch Kuchen. Mein Vorbild. Ich habe eigentlich von allen meinen Chefs und Vorgesetzten etwas lernen können, manchmal im Positiven und manchmal im Negativen. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Sie hatte noch so viel vor.